Ich darf Sie alle ganz herzlich bei uns im NS-Dokumentationszentrum München begrüßen. Mein Name ist Angela Herrmann, ich bin Historikerin hier am Haus. Es freut mich sehr, dass Saira Gulzautbay aus ihrem Exil in Schweden zu uns gekommen ist, um uns zu berichten, was sich in Ost-Turkestan, Xinjiang, in den letzten Jahren ereignet hat und immer noch ereignet. Die Region Ost-Turkestan, über Jahrhunderte mehrheitlich von muslimischen Turkvölkern besiedelt, wurde 1949 in das chinesische Staatsgebiet eingegliedert. Doch statt der versprochenen Autonomie herrschten Unterdrückung, Verfolgung, Verdrängung und offenkundig allmähliche Auslöschung der einheimischen Bevölkerung vor. Es zeugt von größtem Mut, dass Saira Gulzautbay ihre Erlebnisse gemeinsam mit Alexandra Cavelius zu einem Buch mit dem Titel »Die Kronzeugin« verarbeitet hat. Denn auf Kritik an ihrer Politik reagiert die chinesische KP-Regierung teils mit Verleumdung, teils mit Brutalität, auch gegen die Angehörigen und auch im Ausland. In einem weiteren gemeinsamen Buchprojekt mit dem Titel China-Protokolle haben beide Autorinnen weitere Berichte von uigurischen Zeitzeuginnen gesammelt und im Europa-Verlag ediert. Der Verlag hat auch einen kleinen Büchertisch aufgebaut. Dort können Sie dieses Buch erwerben und signieren lassen. Eigentlich hätte diese Veranstaltung, einige von Ihnen erinnern sich, am Vorabend des Internationalen Frauentags am 7. März stattfinden sollen. Und wegen des Bezugs zum Internationalen Frauentag hatten wir auch den Fokus auf Frauen und Mädchen gelegt, die ganz besonders unter der Politik des KP-Regimes in China leiden. Leider verhinderte damals im März dieses Jahres ein Streik des Bodenpersonals am Münchner Flughafen die Anreise von Saira Gulzautbay. Und so freuen wir uns sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat und sie da ist und Sie alle da sind. Frau Gulzautbay wird von sehr gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen berichten, die Sie schockieren könnten. Dennoch ist es wichtig, dass hierüber nicht länger geschwiegen wird. Da Frau Gulzautbay viele Sprachen spricht, aber kein Deutsch und Englisch, müssen wir aus dem Uigurischen ins Deutsche übersetzen und umgekehrt. Danke, liebe Nurnisa Ismailova, dass Sie heute für uns dolmetschen. Glücklicherweise sind die Bücher von Saira Gulzautbay und Alexandra Cavelius auf Deutsch erschienen, sodass wir aus ihnen einige Passagen vorlesen können. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen den Moderator des heutigen Abends vorstellen. Fabian Mader absolvierte die renommierte Deutsche Journalistenschule und ist Investigativjournalist beim Bayerischen Rundfunk. Er arbeitet als Redakteur und Chef vom Dienst für das ARD-Politikmagazin Report München. Fabian Mader hat an preisgekrönten Dokumentationen für die ARD mitgewirkt. Unter anderem war er an der Enthüllung der Xinjiang Police Files beteiligt. Er ist Dozent für investigative Cross-Border-Projekte an der LMU und der Deutschen Journalistenschule in München. Die genannten Xinjiang Police Files sind geleakte Dokumente der chinesischen Polizei aus der Region Xinjiang, die die Verfolgung der Uigurinnen und Uiguren belegen. Ein paar dieser Bilder werden wir auch zeigen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen einen interessanten und erkenntnisreichen Abend. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Herrmann. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind, weil ich finde, dass es eine sehr wichtige, sehr relevante Veranstaltung ist, auf der wir heute sind. Ich habe tatsächlich selbst bei den Xinjiang Police Files mitgearbeitet. Das Interessante daran waren, oder das ganz Neue waren die Fotos, die wir da zeigen konnten, die zeigen, was in diesen Lagern
im Nordwesten Chinas tatsächlich passiert. Die chinesische Regierung spricht da ja von Berufsbildungszentren. Und man muss sagen, die Fotos, die wir damals zu sehen bekommen haben, sprechen da eine ganz andere Sprache. Und es gibt Menschen, die selbst in diesen Lagern waren, denen tatsächlich die Flucht auch gelungen ist und die berichten können, was sich dort wirklich zuträgt. Und eine der ersten, die überhaupt offen über ihre Zeit in so einem Lager sprechen konnte, war Sayragul Soytbay. Frau Soytbay, Sie gehören zur kasachischen Minderheit in Xinjiang. Sie sprechen allerdings von Ostturkistan, was der alte Name, ursprüngliche Name der Region ist. Und Sie haben Medizin dort studiert, haben mehrere Vorschulen geleitet und lebten mit Ihrem Mann und Ihren zwei Kindern ein weitgehend normales, ganz normales Leben, bis Chinas Staatsregierung Ihr Leben aus der Bahn geworfen hat. Sie mussten dann selbst als Ausbilderin in einem der Lager arbeiten und werden uns gleich berichten, was Sie dort erlebt haben oder erleben mussten. Willkommen, Sayragul Soytbay. Ja, und damit Sie eine so international relevante, vielgehörte Stimme werden konnten, brauchte es eine Journalistin, die Ihre Stimme gewissermaßen verstärkt hat. Deshalb auch herzlich willkommen, Alexandra Kavelius. Sie sind freie Autorin und haben in Reportagemagazinen wie dem Spiegel, dem SZ-Magazin Artikel veröffentlicht und Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Und 2019 sind Sie auf eine kleine Meldung auf der Webseite der Gesellschaft für bedrohte Völker gestoßen. Da ging es um eine gewisse Sayragul Soytbay. Können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was in dieser Meldung stand und wie es dann weiterging? Sie müssten Ihr Mikro nehmen, glaube ich, noch. Das war im April 2018, als Frau Soytbay aus Ostturkistan über die Nachbargrenze nach Kasachstan geflohen ist. Und die KP fürchtete, dass sie als leitende Staatsbeamtin über das strengst geheim gehaltene Lagersystem auspacken könnte. Und Frau Soytbay hatte, wie übrigens auch andere Gefangene, damals einen Vertrag im Lager unterzeichnen müssen, dass sie niemals über das Erlebte sprechen würde und das eben bei Todesstrafe. Also jeder, der dagegen verstößt, den erwartete der Tod. Und als ich damals über ihren Fall gelesen habe, stand ihre Auslieferung nach China kurz bevor. Und glücklicherweise haben sich dann international Politiker und auch Menschenrechtsorganisationen für sie stark gemacht, sodass es dann ihrer Familie möglich war, nach Schweden auszureisen. Und als sie in Schweden war, habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen, weil mir klar war, das ist eine Frau, die ungewöhnlich viel zu erzählen hat. Und daraus ist dann eben das erste Buch entstanden, Die Kronzeugin, in dem Sayragul Soytbay ihre Geschichte erzählt. 2021 haben Sie dann nochmal ein Buch vorgelegt, Die China-Protokolle, in dem dann auch noch andere Zeugen zu Wort kommen. Und aus beiden Büchern werden Sie jetzt heute vorlesen. Durch diesen ersten Teil werde ich führen, einige Fragen stellen. Am Ende wollen wir natürlich noch genug Zeit lassen für Ihre Fragen. Aber jetzt hören wir vielleicht zunächst erstmal eine Stelle aus diesem ersten Buch, Die Kronzeugin, das inzwischen übrigens in wie viele Sprachen? Viele Sprachen. Also ich weiß gar nicht genau, okay. Ich glaube 7 oder 8. Also 8 Sprachen auch übersetzt wurde. Und in der Situation ist es jetzt so, dass Sayragul Soytbay als Ausbilderin in diesem Lager ankommt und erstmals vor Gefangenen steht. Und da beschreibt sie ihre Eindrücke so. Genau. Kaum hatte ich den ersten Fuß in den Raum gesetzt, erhoben sich 56 Menschen mit klirrenden Fußketten und riefen: Wir sind bereit. Alle trugen blaue Hemden und Hosen. Ihre Köpfe waren kahl, rasiert, die Haut totenbleich. Vor der Tafel musste ich stramm stehen, seitlich flankiert
von zwei Wachen mit automatischen Schnellfeuerwaffen. Kurz geriet ich in Schwanken, so unvorbereitet und so heftig hat mich dieser Anblick getroffen. Blau geschlagene Augen, verstümmelte Finger, dunkle Flecken überall, wie eine Kohorte lebender Leichen, frisch aus den Gräbern gestiegen. Es gab weder Tische noch normale Stühle, sondern nur kleine, für Kindergartenkinder angefertigte Plastikhocker. In 5 Querreihen hockten hintereinander 10 bis 12 Leute. Akademiker, Bauern, Künstler, Studenten, Geschäftsleute. Es waren Uiguren, Tataren oder Kasachen wie ich. In der ersten Reihe die Jüngste, ein Schulkind, 13 Jahre, groß, dünn, sehr klug. Die Älteste, eine Schafhirtin, war 84 Jahre alt. In jedem dieser Gesichter stand die blanke Angst. Alle Lichter in ihren Augen waren erloschen, kein Funke Hoffnung mehr darin. Ich selbst stand wie unter Schock, spürte, wie mein Mund zuckte und wollte nur noch weinen. Aber Mitleid war verboten bei Todesstrafe. Ein Häftling nach dem anderen meldete sich. Nummer 1 ist anwesend, Nummer 2 ist anwesend und so ging es bis Nummer 56 durch. Nach diesem Prozedere teilten die Wachleute an jeden ein kleines Heft und Stifte aus. Frauen wie Männer mussten kerzengerade auf ihren Hockern sitzen und nur geradeaus schauen. Wer den Anweisungen nicht exakt folgte, den schleppten sie fort, zurück in den Folterraum. Von 7 bis 9 Uhr musste ich diesen geschundenen Geschöpfen den Stoff über den 19. Parteitag und die chinesischen Bräuche nahebringen. Viele Bauern haben davon keine Ahnung gehabt, weil sie in den Bergen noch nie etwas anderes als ihre eigene Kultur erlebt hatten. Bei chinesischen Hochzeiten müssen die Gäste bestimmte Sprüche aufsagen, knüpfte ich an. Ja, da saßen diese kahlköpfigen Halbtoten mit ihren tieftraurigen Gesichtern vor mir und ich brachte ihnen chinesische Glückwünsche bei. Ja, liebe Frau Seutbey, das waren Ihre ersten Eindrücke in diesem Lager. Ich würde an der Stelle gern noch mal einen Sprung zurück machen. Also wir haben gehört, Sie haben mehrere Vorschulen geleitet, Sie waren ja Staatsbeamtin in China. Wie sind Sie denn überhaupt Ausbilderin in so einem Lager geworden? Hallo. Assalamu alaikum. Alda bilen, bugungi mushu, muyim uchrashni orlashtirgan, Angela Herman xanimga va Aleksandra Kavilius xanimga, jurnalist Fabian Mader apendimga va tarjima qiluvchi Nurnisa xanimga ham shida xizmat qilayotgan bizni anglab o'tgan barliq Barlıqlarına rahmetimni, alqışımni bildiremen. Vor allem wollte ich zunächst bei Angelika Herrmann, die das Ganze organisiert hat, an Alexander Kavelius, an den Journalisten Fabian Mader. Mader oder Madermann? Mader, Entschuldigung. und die Dolmetscherin Ismailova mich bedanken und auch natürlich diejenigen, die heute zu uns gekommen sind. Assalamu alaikum von Sayragul. Ich bin sizin savolingizga javob beray. 2016 yili kuzdan boshlab bu yerga 40-chi rasmiy alda keng ko'lamli tutqun qilish bilan boshlangan.
Also jetzt will ich auf die Frage, die Sie mir gestellt haben, beantworten. 2000, das Ganze ist rasch 2016 im Herbst angefangen. Also 2017 hat jemand Mitternacht mich angerufen. Und der Anrufer sagte mir, ich sollte an einer Adresse sofort erscheinen. Damals es waren solche Zustände, wo wir keinesfalls Nein gesagt haben, und wenn du diese Verneinung ausgesprochen hat, das hieß, dass du also deinem Leben also gefährdet oder dein Leben gefährdest. Ich bin natürlich auf diese Adresse hingegangen, und dann habe ich eine Weile gewartet. Nach einer Weile erschienen die Polizisten, bewaffnet worden waren. Und dann haben sie mir auf den Kopf eine schwarze Maske drauf. Einen schwarzen Sack auf den Kopf geworfen und haben mich mitgenommen. Wir sind eine längere Zeit gefahren, und dann, wo sie von meinem Kopf, also diesen Sack, abgehoben haben, habe ich dann erfahren, dass das ein Ort der Grausamkeit ist und dass das ein Lager ist. Also letztlich kann man sagen, Sie wurden da gewaltsam hingebracht. Sie waren immerhin Ausbilderin, nicht Insassin zunächst, aber auch als Ausbilderin waren Sie nicht sicher. Sie gerieten dann, oder waren Sie kurz? Sie gerieten dann also während ihrer Zeit im Lager selbst in den Fokus und wurden in eine Art Folterkammer gebracht. Was hat denn dazu geführt? Also was hat die Wachen auf Sie als Ausbilderin aufmerksam werden lassen? Also obwohl ich als Ausbilderin dort mitgenommen wurde und als Ausbilderin dort also diese Tätigkeit geübt habe, hatte ich also im Prinzip gab es keinen Unterschied von diesen Insassen, keinen großen Unterschied. Çünkü memo aşı Xitayning yuqtishqa tegishlik bo'lgan nishoni bo'lgan Uyg'ur, Qazaq, Qirg'iz qatorliq millatlarning birisi edim. Az
Also, weil ich bin auch ein Opfer der chinesischen Macht geworden, wie auch andere kleine Völker wie Kasachen und andere Völker. Also sie hat andere Völker nicht genannt. Cazalagırdın içindeki adamlar türlü sebeplerden azıp getirdi. Also die Insassen, die in diesen Lagern waren, sind aus verschiedenen Gründen plötzlich verschwanden. Und dann şu azlap getken adamların ornığa yeniden adamlar tutmak ile tuluxturup durattı. Und auf die Stelle diesen verschwundenen Menschen wurden die neue geholt und wurde die Zahl sozusagen vervollständigt. Şundaq bir yeniden adamlar tutup ekilip yerim keçide mundaq tızıp koyup lagerge kırgızıp atkan vaqt edi. Also das war die Zeit, wo die neue Insassen reingekommen sind und die hat man so auf die Reihe nacheinander gestellt gehabt. Und dann olad ağırlıktaki bir yaşangan bir çoğun ayal o jügrep gelip beni kucaklap benden yardım sorganlık için. Also da war eine Frau, eine ältere Dame, also eine ältere Frau, die zu mich genähert ist und hat mich um die Hilfe gebeten. Şu menden yardım sorganlık için asır sebepten mene şu lagerinin tüzümüge kılaplık kıldın degen bana bile mene caza üyü tapatılgadı, kar üyü kapırıp cazıladı. Dafür, dass ich diese Frau also angehört habe, wurde ich bestraft dafür, dass ich die Regel dieses Lagers verletzt habe und hat man mich dafür bestraft. Töklük orunduqqa mecburlap besip oturguzup tök bilen soktadı. Ja, mich hat man auf so einen mit Strom aufgesetzten Tisch, Stuhl hingesetzt. Orada kıynadet nurgunlugan razil vasla bilen kıynaçazlaş epadi. Also mich hat man dort gefoltert, misshandelt mit all möglichen Mitteln. Birnäçe saatka sozulgan aşa kıynaçtan kiyin ola meni söyrep qaytadan yatadigan kamramga ekilip koyupdu. Nach einigen Stunden dieses Folters hat man mich ziehend wieder in diese Kammer zurückgebracht. Men özümne müşnaqla ölüp ketadigan boldum dep oyladım. Ich hab in dem Moment habe ich gedacht, ich werde so enden. Hatset degende qoğuraqtan degen qopışqa qoğuraqtan avaz çıqdı o şu signal avazına alğan vaqtda men oşumda jığıp yüzlerimde tatlap baktım men tirikme ölükme degenni bilmekçi boldum. Und als diese Sirene ruft, die also zum Aufstehen aufgerufen hat, habe ich also ich habe meine Hände so gehoben und habe an dem Gesicht mich gekratzt und dabei als hätte ich mich gefragt, ob ich am Leben bin oder ob ich tot bin. Ja, und Sie beschreiben diese Folterkammer, in die Sie da gebracht worden sind, auch in Ihrem Buch, und den Teil würde jetzt Frau Kabelius auch vortragen. In jedem Lager, so berichten Zeugen, gibt es einen oder sogar mehrere schwarze Räume. Frau Seidbey erzählt, tatsächlich glich dieser etwa 20 Quadratmeter große Raum einer Dunkelkammer. In der Mitte ein 3 bis 4 Meter langer Tisch, voll beladen mit Foltergeräten und Werkzeugen aller Art. Elektroschocker und Polizeischlagstöcke in unterschiedlichen Größen und Formen. Selbst an den Wänden hingen Waffen und Instrumente wie aus dem Mittelalter. Solche, mit denen sie die Finger- und Fußnägel herauszogen oder
ein langer Stock, ähnlich wie ein Speer. An einer Längsseite waren elektrische Stühle und Metallstühle mit Stangen und Gurten aufgereiht. Ja, manche Gefangene sterben im Lager, andere bald nach der Entlassung. Und das ist nicht nur auf Folter, unerträgliche Haftbedingungen, sondern auch auf die Zwangseinnahme unbekannter Pharmazeutika zurückzuführen. Schwere Herz- und Hautprobleme, Unfruchtbarkeit oder starke Kopfschmerzen plagen unter anderem die Überlebenden. Frau Saoedbai hat einmal gesagt, ich bin als gesunde Frau ins Lager hineingekommen und als Wrack wieder hinausgegangen. Ja, und zu einigem, was wir hier jetzt gerade schon gehört haben, passen auch Fotos, die Teil des Leaks waren, der Xinjiang Police Files, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Vielleicht können wir da jetzt auch ein paar Fotos sehen. Das sind jetzt erstmal Insassen, die da aufgereiht sind. Auf dem nächsten Foto müssten dann auch Sicherheitskräfte zu sehen sein. Interessant fand ich eben, dass dieser schwarze Sack auf diesen Fotos immer wieder auftaucht, der auch im Buch von der Frau Saoedbai erwähnt wird. Wir können gerne noch zwei weitere Fotos anschauen. Das letzte zeigt den sogenannten Tiger Chair, den Menschenrechtsorganisationen als Foltermethode einstufen. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, das wollte ich unbedingt noch sagen, dass dieses Leak Adrian Zenz, dem Anthropologen, zugespielt wurde und er hat es dann mit verschiedenen Medienhäusern, mit 14 Medien weltweit geteilt. Wir haben damals natürlich auch versucht, von der China eine Stellungnahme zu bekommen. Interessanterweise hat dann die Botschaft in Washington reagiert, also es war auch ein Medienpartner aus den USA dabei. Und da war die Antwort, es handle sich um reine Antiterrormaßnahmen. Sie haben in dem neueren Buch mit der Frau Carvelius auch mal ein paar Gründe aufgelistet. Die waren übrigens auch in dem Leak mit drin teilweise. Was sind denn die tatsächlichen Gründe, aus denen Menschen inhaftiert werden oder in diese Lager gebracht werden? Bu kişilerini nemlerge o lagerlara ip gelgen sebeple halkında hakikaten sebeple o nem için bu kişilerini o sebeple nemden hakiki sebeplerini itip beren siz dedim. Xitoy kompartiyasi o'zining bu erkak 40 jinoyatni oqlash uchun yana buni o'zining ish kishi qilib ko'rsatish uchun biz terrorizmga qarshi күреш кылып атабыз деген бана менен азыркыча бастырып келди. Лекин амалтып ондак эмес. Es ist so, dass die ganze diese Politik der Auslöschung einer Nation oder des Genozides haben sie schon seit langem angefangen mit dem Grund, dass wäre ein Kampf gegen Terrorismus. Aber die wirkliche Gründe sind anders. Bunun birinchi sababi, eng muhim sababi bu 1900-ning Sharqiy Turkiston aslida bir mustaqil davlat edi. Also der erste Grund und das ist ein wichtiger Grund, dass unser Land Ostturkistan war mal ein freies Land, unabhängiges Land. 1949-жылы Қытай үкімет тарапынан бесіп алынғаннан кейін 1955-жылы Шарқи Түркістан деген намын Шинжаңда өзгертті. Also als 1949 unser Land gewaltsam unser Land Ostturkistan gewaltsam erobert wurde, okkupiert wurde, hat man den Namen geändert und ab 1955 hat dieses Land einen neuen Namen Xinjiang bekommen.
Also als erstes Ziel war, also dass sie mit dieser Politik wollten die ganze Nation sozusagen auslöschen und ihre Obermacht zeigen. Bu arqalıq eng muhimi Xitay özining razil planiga yetmekchi bo'ldi. U razil plani bo'lsa butun dunyoga qo'shi bo'lish. Also und damit wollten sie ihr endgültiges Ziel erreichen als Großmacht auftreten. Alle Länder also erobern und eine Großmacht werden, als eine Großmacht werden China werden. Шәрқи Түркістанның жоғрапиялық орны ва башқа байлықтары түрлі себептеріне назарда тұтып, Қытай мұшы Шәрқи Түркістанда халықтың бүтінлей яшады ке, Қытай милләтігі, пақат бір милләт сүптіге келтір алса, андан бүтін дүнияға қожу болыштек рәзіл план ішке ашырышта, оныңға бүтке жаңғы болудыған башқа бір қаршылық күшілер қамайды. Dieses, wenn dieses Land mit allen Bodenschätzen erobert wird und wenn damit erreicht China die Großmacht und es wird Өзінің шо бүтін дүнияға қожу болсақ, рәзіл план ішке ашырыш үшін Қытайда пақатлам, Қытай мүліттейінған бір мүлітіні чекілендіріш. Also, es, dieses Ziel, also als Weltmacht zu sein, wird also China ihr Ziel erreichen, dass in China gibt's nur eine Nation und das sind nur Chinesen. Шуңа бүтін дүнияға қожу болыштық, үш басқышық планының түнжі басқышы Шәрқи Түркістан халқын бүтінлей мәлі сұптысы йоқтыш. Es gibt also drei sozusagen Wege, wie man das erreicht und das erste Ziel wäre die Löschung des Volkes in Ost-Türkistan. Ich wollte mit meiner Frage noch auf was anderes hinaus, also was sind denn, wenn wir jetzt konkret über die Lager sprechen. Was sind denn Gründe, die die offiziellen Stellen angeben, warum jemand Insasse eines Lagers geworden ist? Mm-hmm. Welches Vergehen wird den Menschen vorgeworfen? Бұныңға бар еңіз. Бұл себеплі болғанда, бұл олада ешқанда күна жоқ. Бұл себепліді, бұл күнаның, жынаятының әмісі Қытай үкімет қолдан ясыған. Also die Menschen sind alle unschuldig. Also diese Gründe oder dass sie Verbrechen seien, das ist alles, alles wurde von China selbst fabriziert sozusagen. Bir adamı tutmakçı bolsa, meslenge onun aldı bilen cinayet artıp koyacak. Bu mesela onun aldı bilen tutuyup ondan cinayet artıp koyacak gerek. Bu olanın artılığan bu cinayeti aşı adamın nem kıganlıkı bilen biraz nem o, münasetlik bop geledigen. Aşındak bir cinayetler artıp koydu. Bu degen başkalarını, he bu adamda müşündak cinayet bar iken degen bir tuyguğa keltiriş. Also es ist so, wenn zum Beispiel, wenn Sie jemanden holen wollen, also in dieser Lager, dann hängt man an ihn so ein irgendwelches Verbrechen, was er nicht begangen hat. Und das, was man hat, das, was dass dieser Mensch etwas, also diese und dann tut man die anderen dran glauben lassen, dass dieser Mensch Verbrecher ist.
Kısqıça bir ağız gep bilen. Also wenn man also mit einem Wort oder kurz gesagt. Şarkı Türkistan halkı nime üçin nime sebepten bu erkek 40-cı uçurap atadı dese sebebine bizim Xitay milleti bolmaganlığımız üçin dep cevap berişke boladı. Also auf die Frage warum sind wir diesen Zuständen also dass wir also zu diesem Genozid als Opfer dieses Genozid geworden sind, kann man nur mit einem Satz antworten, weil wir keine Chinesen sind. Hem de şu zamanın ilgisi boğanlık için. Und wir sind die Herren dieses Landes. Jetzt ist es nicht so, dass die Menschen nur in die Lager gebracht werden. Da sehen oder hören wir jetzt gleich auch die Geschichte von Dina Nurdibay. Und hier haben wir, glaube ich, auch ein Foto. Eine bekannte Modedesignerin, die Fernsehauftritte hatte, eine eigentlich bekannte Persönlichkeit war und sich dann plötzlich in so einem Lager wiederfand. Und sie beschreibt noch eine weitere Facette, nämlich die Zwangsarbeit. Und da würde Frau Cavelius aus dem zweiten Buch auch eine Stelle vorlesen. Die etwa 400 Quadratmeter große Halle war in Dreier- und Viererreihen unterteilt mit je 12 Gitterkäfigen wie in einem Zoo. Kaum hatten alle ihren Platz eingenommen, versperrte der Aufseher das große Schloss hinter uns. Vor jedem Käfig nahmen ein Lehrer und ein schwer bewaffneter Wächter Platz. Eng gedrängt hockten 20 bis 30 Gefangene zusammen, Nacken unten, Augen konzentriert auf den Stoff gerichtet. Fenster gab es keine. Die Luft war stickig, mich fröstelte, denn es war sehr kalt da drinnen. Stundenlang durften wir nicht aufstehen, uns nicht mal zwischendrin ausstrecken oder den verspannten Nacken reiben. Alle zwei Tage stieß auch die Leiterin der Lager wie ein Drache auf uns herunter. Ihr bekommt hier alles kostenfrei, auch Essen und Trinken. Aber was macht ihr aus eurer Chance? Nichts. Mal sehen, ob ihr ohne Essen besser arbeiten werdet. Verließen wir abends im Dunkeln die Halle, ging hinter uns das Licht aus. Normalerweise war das um 23 Uhr oder später. Interessant finde ich übrigens, dass diese Zwangsarbeiterinnen nicht nur für große westliche Modefirmen arbeiten, sondern auch für russische Unternehmen Soldatenuniformen genäht haben. Also das hat Dina berichtet. Dina Nurdibay kam dann sogar in mehrere Lager, unter anderem auch in eine Einrichtung, in der Kinder untergekommen sind, deren Eltern eingesperrt sind. Und sie beschreibt die Folgen für diese Kinder sehr eindrücklich. Ja, ich habe das zusammengefasst, ihre Worte. Und sie hat gesagt, solche Kinder wachsen hinter Mauern mit Stacheldraht, ohne jede Anerkennung und in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Sie dürfen nur Chinesisch sprechen, werden mit nationalistischen Parolen zu Parteisoldaten gedrillt und mit dem Hass auf ihr eigenes Elternhaus, ihr Volk sowie aufs Ausland geimpft. Sie lernen keine Werte und keine Moral. Und während die Kleinen oft noch lange weinen, verhärten die Heranwachsenden sehr schnell und verrohen. Im Grunde zieht die KP dort genau die Leute heran, vor denen sie sich am meisten fürchtet. Denn solche jungen Menschen haben nichts mehr zu verlieren. Frau Seutbey, die chinesische Regierung betreibt da also einen enormen Aufwand mit diesen Lagern und zwar auch schon mit den Jüngsten bezüglich der Kinder der Minderheiten in Xinjiang.
Was ist eigentlich der Zweck des Ganzen aus Ihrer Sicht? Also eigentlich sind die Kinder unsere Zukunft. Шарх Түркістан халқының балаларын апарып ятақтық мектептерге, мәселен, балалар лагеріне. О, балалар лагері тоғырлық мен мектеп деп жаздым. Балалар лагеріне кетіш оларды қандай тәрбиелеш деген. Апаларны қытайша тәрбиелеш, олардың қалысыны жүш арқылы, оларды пақат компартия білен оқшаш қарашта, һәм компартия үшін іш қылалайдыған қылып етілдіріш. Also das Ziel der ganzen Erziehung dieser Kinder, der Kinder, die in diesen Lagern erzogen werden, eigentlich, sie wollen alles, ihre Identität löschen und aus ihnen irgendwann Bürger machen, die nur die auf die kommunistische Partei Chinas zuhören und ihren Befehlen oder ihren Regeln folgen. Das heißt also, es wird erlöscht, also ihre Identität vollständig erlöscht. Бұл дегенлік ажылыққа нишан қылып атқан Шарқы Түркістан халқының қайтыдан мүллет болып сақтылып қалмайдыған бүтінлі құртылып кетіш жолыға бір асас еліп атады деп қарашқа болады. Also das muss man so bewerten, dass diese Nation als eigenständige Nation verschwinden wird. Und damit erreicht man also dieses Ziel, Erlöschen der ganzen Nation. Yakında köygen buluşmak mümkün. Yakında çıkartkan bu dokulatlarda hazırlıkçı 980'den 1 milyonca boğan balalap atansan ayrılıp balalar lagerinde akitlegenlik, şu yada terbiyenlik, doğruluk dokulatlar boldu. Es gibt also so Reporten oder Berichte, wo berichtet wurde oder angegeben wurde, dass 980 bis 1 Million Kinder in diesen Lagern gehalten werden. Es ganz interessant ist, dass die chinesische Regierung auch Maßnahmen außerhalb der Lager ergreift und da passt ganz gut die Geschichte der Geschäftsfrau Sumret Davoud. Von der haben wir, glaube ich, auch ein Foto, die in die USA geflohen ist. Und sie berichtet recht eindrucksvoll, na, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Da sind wir, genau. Das ist Sumret Davoud. Sie berichtet recht eindrucksvoll von der Verwandtschaftlichungskampagne der chinesischen Regierung. Dabei ziehen Han-Chinesen für einige Tage im Monat bei Familien muslimischer Minderheiten ein oder andersherum. Und Frau Cavelius wird einen Text lesen, um zu erklären, wie das abläuft. Vorab ganz kurz eine Frage, ist das tatsächlich hier oben ein Foto von so einer Verwandtschaftlichungskampagne? Ja. Tatsächlich. Also hier sind sozusagen sind die Völker vereint. Aber Sie können jetzt vielleicht mal vorlesen, wie das genau abläuft. Ja. 7 Regeln musste Sumret als uigurische Gastgeberin einhalten. Erstens, für jeden Chinesen im Haushalt eine eigene Schüssel kaufen. Zweitens, bevor der Chinese ins Bett geht, muss man ihm die Füße waschen. Drittens, neue Bettwäsche kaufen, jeden Tag wechseln. Viertens, bestes Essen vorbereiten. Fünftens, keine Fragen stellen. Sechstens, der Chinese kann fragen, was er will. Siebtens, alle seine Wünsche müssen erfüllt werden. Wer sich weigerte, kam ins Lager. Der Chinese, der meiner Tochter zugeteilt wurde, war erst 20 Jahre alt.
Dieser junge Mann tauchte jedes Mal besoffen auf, hat nach Alkohol gestunken und immer auf seiner Gitarre gespielt, chinesische Lieder gesungen und sich dann lachend am Tisch mir zugewendet. Ach, deine Tochter hat so schöne Augen und Augenbrauen. Würdest du mir deine Tochter geben? Ich mag sie sehr gerne. Solche Scherze hat er gemacht. Äußerlich habe ich versucht zu lachen und mir nichts anmerken zu lassen. Innerlich hat es mich fast zerrissen. Es war schlimm, dabei zuzusehen, mit welch gierigen Blicken er sie gemustert hat. Sie war doch erst 10 Jahre alt. Und dieser Chinese war jung, unverschämt und maßlos. Ja, eine mit Sumret befreundete Hebamme hat ihr über sprunghaft angestiegene, ungewollte Schwangerschaften von chinesischen Männern und Abtreibungen berichtet. Und Sumret selbst schätzte, dass 90% aller Mädchen und Frauen, besonders auf dem Lande, sexuell missbraucht werden. Aber, so sagte sie, was sollten wir tun? Wir hatten nur die Wahl, entweder in schwacher Hoffnung zu leben oder in Dunkelheit zu sterben. Abends saß ich mit den Kindern neben unseren chinesischen Verwandten, aber das sieht man jetzt leider nicht mehr, das Bild, um den gedeckten Tisch. Alle hoben lächelnd die Gläser, während eines der verlangten Beweisfotos dieser gelungenen Kampagne für die Behörden machte. Mein eigenes Handy ist voll mit solchen Bildern, mit lachenden Kindern und einer Mutter, die alle vor Angst fast sterben. Frau Seutbey, Sie haben selbst einen Brief bekommen mit der Aufforderung, an der Kampagne teilzunehmen. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Тукандачылык деген бу эрке кыргынчылыктын бир услу деп карашка болоду. Also diese diese Kampagne kann man als eine der Wegen dieses Genozides gegen Volkes ansehen oder betrachten. Бир милләтнең юктуш үчүн ул милләтнең аяллардан башлаш керек. Bu familien kampanya diye nasıl tukandarçılık diye bu erkek kırgınçılıktan bir usulü. Endi bir milletin yoktu için aldılar ayalarına ayalardan başlaş gerek. Mesela ayalara tajavuş kılıç arkalık milletin yoktu için kabul oldu. Also dieses Ziel zu erreichen, erlöschen einer Nation, muss man mit Frauen beginnen. Durch wenn man die Frauen vernichtet, dann ist das der Anfang des Vernichtens einer Nation. Менин бир Кытайдын үйүнө туккан болушка айга 8 күндөн конодоган кылып мажбури эветти. Also mich hat man auch in die Familie eines Chinesen für 8 Tage hingeschickt. Bu familien kampanya degen bu tukandarçılık siyasetinin bir 3 xil nimesi bar, talebi bar. Also es gibt 3 Voraussetzungen für diese Kampagne. Turmuşta birge boluş. Also das ist auch in einer Ehe zusammenleben sozusagen. Und dann tamakta birge boluş. Also zusammen kochen. Yetip kopuşta birge boluş. Und also schlafen, zusammen schlafen, also miteinander schlafen. In einem Bett schlafen, glaube ich, ne? Ja. Und dann kolumuzga bir mindaq nim beredi, mindaq jadval bar go. Also es gibt auch also ein Blatt mit da wo alles beschrieben ist, also sozusagen diese Punkte gezählt sind.
тұққан болған Қытайла, ола, оланың қандай талаптары болса, сен оларын разы қылышын керек. Also, wenn ein sozusagen verwandt zu einem Verwandter eines Chinesen zu sein, sollst du alle seine Bedingungen oder alle seine Wünsche erfüllen. Und raz kımsan onun halgan vaqta telefon qılıp sen aşkarlışığa sen tutquz etişik uquqı boludu. Hem raz bolmadım dep ma nemege qol koymaydı. Also wenn er wenn du zum Beispiel seine Wünsche nicht erfüllst, dann kann er eine Klage einreichen sozusagen und dann unterschreibt er dieses Papierstück nicht. Мен оқтайның үйге барғандан кейін о мені тонидыған болып шықты, тонидыған бірісі менің жолдасымды ма тонид екен. Also zu dem Chinesen, wo ich hingegangen bin, es stellte sich heraus, dass er mich kennt und meinen Ehemann kennt. Мен оның қай жығыладым, жалдырдым, қызбердіғанлықым дедім. Und ich habe also ich habe geweint und ihn drum gebeten. Шунда кылып ол акыры пул алдыганга көндү, шөп эркинди пул бермеди. Also dass er war damit einverstanden, dass ich stattdessen ihm Geld gebe und jeden Tag habe ich ihm Geld gegeben. Шунда кылып мен бу узлумдан ошо пул аркылуу кутулдум десем болот. Also man kann sagen, dass ich so mich von dieser Aktion sozusagen gerettet habe. Әмде аяллаға қылынып атқан бұл зұлым, пақат о тұққандаршылық о бір ұсылы болса. Also wenn das also eine der Methoden ist. Бұл зұлым лагердің іші де аяллаға қылынып атуды, лагердің тиші де қылынып атуды. Also es wird nicht nur im Lager, sondern außerhalb des Lagers werden wird also dieses ja, diese Gewalt gegen, also an eine Frau begangen, also. Also im Lager selbst ist, also diese Vergewaltigung von Frauen ist eine gewöhnliche Sache. Андан өзіге тұққанларға ығыр ахметтер келіп шығышы мүмкін. Auch das wird auch Folgen haben, schwere Folgen haben auch für ihre Familie, Familienangehörige. Өзінің ве тұққанларының кімдіктеріне қар белгі қойып қояды ғой. Печат қойып қояды, қар печат. Ол үкіметтің саясаттарға қарсы шыққан деген бір шундай бір қарыным білен атылды. Es könnte sein, dass die Pässe werden mit sozusagen schwarzem Stempel gestempelt. Das heißt, dass sie gegen die Politik Chinas waren. Егер басқа бір пресс білен, мәселен, өзінің мүлікті білен той қылып қалса, балаларының ахметі ме? Егір күндерге қалышы мүмкін, балалар мектепте жақсы оқи алмаслығы мүмкін. Okay, wenn, wenn diese Frau einen heiratet aus ihrer Umgebung, also aus ihrer Nation, das heißt, dass also die Kinder werden auch Opfer sein. Sie können nicht in die Schule, also richtig in die Schule gehen und so weiter. Andere. Мошо дөләттің бір түшмені қатарлық бір шундай бір қатарлық айылдардың қатарда болса бір өмір оларға бір яхшы бір мүмкіндіктер яхшы бір күндер болмайды деп қараймын. Also ich denke, dass zusammengefasst, dass für sie und ihre Familie werden keine also gute Tage kommen oder es werden immer Schwierigkeiten vorkommen bei dieser Familie. Ән егірні дейдіған болсам, бір күнләді мұшынып бана қылып, ұлан ұмытытып, лагерлерге дейді түрмілерге кіргізіп, солашы мүмкін. Also, Çünkü, aus diesem Grund werden sie eines Tages in diese Lager mitgenommen.
Çünkü bu tutuş, solaş, bu erken kırgıncılık hele hem devam kalıvatı tohtuğun yok. Also weil diese Genozid und diese Ziellöschung der ganzen Nation, das geht fort und das hört nicht auf. Die Regierungspartei in China geht offensichtlich noch einen Schritt weiter, auch was gerade Frauen betrifft. Die Ein-Kind-Politik ist ja bekannt, die betrifft Han-Chinesen genauso wie muslimische Minderheiten, aber die letzteren wohl etwas deutlich härter. Das zeigen die Berichte der Hebamme Rahima Muhammad Nuri, von der wir, glaube ich, auch ein Foto haben, die bereits 2015 geflohen ist, also eigentlich noch bevor die Repressionen noch stärker geworden sind. Und Frau Nuri hatte eine eigene Frauenpraxis für Muslimen geführt. Und dazu kann Frau Cavillius auch noch mal einen Text vortragen. Das ist dann der letzte Text für heute. Ja, also ganz kurz zum Hintergrund. Musliminnen dürfen heute nur noch 2 Kinder haben. Und zwischen den Geburten muss ein genau einzuhaltender Zeitabstand zwischen 3 und 4 Jahren liegen. Also 4 Jahre und ein Tag geht nicht. Zur Geburtenprävention dienen brutale Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen, teils noch kurz vor der Geburt ausgeführt. Und die Regierung verlangt aber auch, dass sich junge Frauen spezielle Pessare oder Spiralen einoperieren lassen. Und diese sind festsitzend, aus schlechtem Material und in verschiedenen Formen vorhanden. Und wer deswegen unter Beschwerden leidet, darf sich diese nur mit Ausnahmegenehmigung wieder entfernen lassen. Und die bekommt man meist nur mit Beziehungen und viel Geld. Und dazu habe ich Frau Nuri interviewt, hier einen Auszug. Hattest du damit in deiner Praxis auch zu tun? Ja, die Patientinnen sind danach zu mir gekommen. Dabei habe ich Ringe, Ketten und alles Mögliche aus dem Unterleib wieder heraus operiert. Ja, und welche Beschwerden hatten denn diese Frauen? Einige Frauen hatten diese Teile schon jahrelang im Körper. Solche Gerätschaften waren bereits festgewachsen. Mehrere Frauen litten deshalb unter großen Schmerzen an der Gebärmutter. Ich habe so viele Geschwüre, Blutvergiftungen und bösartige Tumore gesehen. Um Wucherungen zu entfernen, musste ich eine Art Zange benutzen und die Frauen schreien dabei vor Schmerzen. Wieso benutzt man keine Betäubung, um den Frauen zu helfen? Die Ärztekammer hat das so vorgeschrieben. Narkose ist nicht erlaubt, nicht bei uns Uigurinnen. Ja, Frau Sawit Bai hat das so kommentiert. Es gibt viele Formen der Geburtenkontrolle, aber in Ostturkistan wird sie auf unmenschliche Art und Weise durchgeführt. Und heute dürfen chinesische Frauen in Ostturkistan 3 Kinder oder auch mehr bekommen, wohingegen muslimische Frauen oft gar keine Kinder mehr haben wollen. Und das sieht man an Geburtenstatistiken, die in manchen Regionen wirklich stark gesunken sind. Ja, Frau Soltbar, ich denke, wir haben einen Eindruck bekommen, wie die Maßnahmen gegen muslimische Minderheiten in Xinjiang aussehen. Was erwartet denn jemand wie Sie, die diese Maßnahmen, diese Methoden öffentlich kritisiert? Ich
Ich bin auch jetzt verschiedenen Verfolgungen, verschiedener Druck wird an mir auch heute geübt, bis jetzt. Andan vetan qaparmaymız. Ich kann nicht in meine Heimat gehen. Uyaqtıqa atalarımız bilen, uyaqtıqa tuqqanlarımız bilen alaqlaşamaymız. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen zu meinen Eltern oder zu meinen engen Verwandten. Ular bilen körüşü yaqtursun, bevasta alaqı qılamaymız, alaqı qığızmaydı hem. Also nicht einmal, also nicht nur, also sie kontakt also es wird nicht nur, die Frage steht hier nicht, mit ihnen zu treffen, sondern also es wird ein Kontakt mit denen ist verboten. Xitay Kompartiyasının kolu pek uzun, onun da mı rezil vasıtlardan paylanıp türlük texma eğir besimlerini, texma eğir kısmetlerini ip gelişi mümkün bir dilgil bulmayın. Also man kann also nicht behaupten, dass es wird irgendwann aufhören, aber die Hände von China sind zu lang. Es kann für mich auch andere Druckmethoden oder andere Gefahren lauern auf mich in der Zukunft. Also ich spreche immer diese Wahrheit, die existiert. Also ich denke, dass das Pflicht, meine Pflicht ist, und ich werde meinen Kampf auch in der Zukunft fortsetzen. Ich höre nicht auf. Ah, okay. Jetzt gibt es immer wieder Gerüchte in sozialen Medien, dass Ihre Vorwürfe und die anderer Zeugen frei erfunden seien, obwohl die Beweislage ja erdrückend scheint. Was steckt da aus Ihrer Sicht dahinter? Xitay hükümeti əzəldən türlük məşindəq rəzil vasitlərdən paylanıb çətəldi ki, kompartiyaya qarşı iş qıladığan şəxslərini, öqtüşlərini, andan aktivistlərini onun avazını bastırıb gelib atıdı. Also China oder chinesische Regierung nutzt alle Mittel aus, damit die Stimme derjenigen, die gegen China aktiv sind oder diejenigen, die ihre Stimme erheben, sie zum Schweigen zu bringen. Şu arkalık benim avazımda etmekçi boldi, benim boşu kreşuludan tohtatmakçı boldi. Auf solche Weise haben sie versucht, auch meine Stimme zu löschen und meine Aktivitäten zu stoppen. Sosyal medyalarda karlaş, karcaplaş, cinayet çıkılıp göstüş, andan tukanlarımda özüme karşı koyuş digendek nurgunluğun rezil vasıtlarını paylandı. Also sie haben auch verschiedene Sachen benutzt, also in sozialen Medien, wie zum Beispiel meine eigene Familie gegen mich einzustellen und gegen mich sprechen lassen. Azır qatar telefon qığızış, o başqalarının ağzı bilen besim qılış, başqalar arqılıq nim qılış, mağda təxtisiləş. Und also diese auch bis heute dauert diese Ausnutzung, also diese Methode, die anderen gegen mich sprechen lassen, sowie die Verwandte und so weiter, geht das weiter. Setzt das vor.
nima Xitoy kompartiyasining maxsus ish qiladigan ularning internet armiyasi yana ularning o'zining shunday chiq kuchlari bor. Also auch im Ausland gibt viele Leute die für China arbeiten, bewusst arbeiten. Musha yaqindan yaqin yaqinga birishga jilishida o'zingizlarma ko'rib turibsizlar bu Xitoyning o'zining bag'irqir qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun qilayotgan propagandasi pekchi qiyib ketdi, kuchayib ketdi desek bo'ladi. Also diese Propaganda, also dieser ideologische Kampf diese Machenschaften oder diese zum Beispiel auch Genozid gegen Völker zu verbergen, tut China sehr viel Maßnahmen in sozialen Medien. Çetel devletlerde özge yakın devletlerden ömek teşkilleşir, ziyaret ömekini teşkillep, aparıp olan yalgan meydan yasa şarkılı, uladın ağızı bilen sözletiş. Also zum Beispiel, man lädt auch verschiedene ausländische Delegationen nach China und dort tut man so inszenieren und mit ihren, also mit dass die sprechen dann was was das was nicht stimmt und das wird benutzt auch für eigene Ziele. Und dann Kasachstan bilen birinchi aydan boshlab esimde qilishcha Kazakistan bilen aldada 15 günlük onun keyinde bir aylık vizesiz rejimini yol koydu. Zum Beispiel, also wie ich gehört habe, also in Kasachstan wurde zunächst also für 15 Tage einreisen ohne Visum und jetzt für man kann ohne Visum einen Monat ohne Visum einreisen nach China. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Katarlık, kırındaş devletlerdeki halklarda teşkilat, onlar da mı ayağa ziyaret kılış, özleri tarafından bulağa gelip ziyaret kılış, müşünde kalmış arkalık, hemisinin ağızdan Şarkı Türkistan halkı bayaşat yaşavatıdı, degen bir nersini gevlendirip çıkarıp, yerke kırgıncık cinayetini yoşurup kılışka ürünü batıdı. Also durch diese sozusagen freundschaftliche Beziehung zu den mittelasiatischen Ländern wie Kirgisistan, Usbekistan und Kasachstan und sie wollen also mit diesem ohne Visumsystem zeigen, dass sie also doch freundschaftliche Beziehung haben und dadurch können sie also diese tatsächliche ihre Politik verbergen oder verstecken. Also China hat auch da verschiedene Methoden, die sie nutzen. Gibt es denn Fragen jetzt aus dem Publikum schon? Was würden Sie, haben Sie eine Frage, die Sie der Frau Soitbay gerne stellen würden? Oder der Frau Kabelius? Im Moment nicht. Doch, da hinten ist eine. Dann wird das Mikrofon dahin wandern, denke ich. Hinten links haben wir mehrere Fragen sogar schon. Sie wollten, verstehe, okay. Aber ich glaube, direkt vor Ihnen war da eine Frage, sonst hätte ich auch noch Fragen. Auch nicht, dann habe ich das falsch gesehen. Sie hatten gewunken, ich dachte, das ist so gemeint. Ja, jetzt, okay. Eine reine Informationsfrage, wie viele Menschen leben eigentlich in diesem Gebiet, was Sie Ostturkistan nennen und was die Chinesen Xinjiang nennen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Personen, wie viele... Also da leben 35 bis 40 Millionen Menschen. Und die größte Minderheit sind die Uiguren, ne? Also auf der ersten Stelle
sind Uiguren. Көп санлыкны уйгур милләте, уйгур милләте, оның дан кейин казах милләте, данах казахын und dann folgen Kirgisen. Киргиз, татар, өзбек, катарлык. Ашындак нургылган милләтләр яшайды ул ярда. Da leben also verschiedene Völker. Und ich glaube, die Uiguren waren mal die größte Volksgruppe. Inzwischen haben die Han-Chinesen, glaube ich, den Platz 1. Ne? Also die Uiguren sind nicht mehr die größte Volksgruppe in Xinjiang. Ist das richtig? Also, das ist eine Frage. Man kann so einschätzen, so kann man auch sagen, Çünkü ayrıca kırgınçılıkta başlangıç vakti, elka lupus yutkes siyasi yürgüzde meslenge, Şarkı Türkistan halkına şükürlüğe yutke bulan elka bütünle sındır vetiş, ondan şükürlüğe Xtay milletlerine elip gelip Şarkı Türkistan'a caylaştırır. Also seit Anfang dieses Genozides, die Chinesen haben angefangen, das ostturkistanische Volk haben sie geschickt in die innere China und umgekehrt viele Chinesen wurden nach Ostturkistan gebracht. Beantwortet das Ihre Frage weitgehend? Okay, sehr gut. Darf ich vielleicht was dazu Gerne. Sagen? Also es ist so, dass mit Zahlen generell sehr vorsichtig zu hantieren ist, weil keiner kennt die echten Zahlen. Also die chinesischen Statistiken sind absolut intransparent. Und was interessant ist, dass in den Medien zum Beispiel manchmal von 12 Millionen Uiguren die Rede ist und manchmal von 10 Millionen Uiguren. Und dass zum Beispiel der Mann von Frau Soedbai, der war auf einem Amt in der Hauptstadt Ürümqi und hat dort eine große Tafel gesehen mit den einzelnen Ethnien. Und da stand bei Uiguren 16 Millionen. Und jetzt fragt man sich, welche Zahl ist die richtige? Und wenn es wirklich so ist, dass es 16 Millionen Uiguren gab, wo sind dann die ganzen Millionen geblieben, wenn man jetzt plötzlich von 10 Millionen oder 12 Millionen spricht? Also das heißt, diese ganze Intransparenz macht es sehr einfach, Menschen verschwinden zu lassen. Und auch darüber, wie viele Menschen letztlich in diesen Lagern sind, gibt es nur grobe Schätzungen. Ja, und auch, also die sind so grob und klaffen so weit auseinander, dass auch da keiner genau sagen kann, wie viel sind das. Aber eben wenn Zeugen erzählen, dass zum Beispiel in den Dörfern ganze Straßenzüge leer sind, also dass Häuser leer stehen, die dann mit Baggern einfach niedergerissen werden. Und solche Bilder sieht man ja auch im Internet, also auch wieder so Propaganda-Videos, die gefilmt werden. Dann kann man sich schon ungefähr ein Bild machen, was da geschieht. Und Xi Jinping macht ja auch gar kein Geheimnis daraus. Er hat ja im Jahr 2023 war er bei einem Besuch in Xinjiang und hat nochmal bestärkt, dass diese Assimilierung unbedingt verstärkt werden müsste. Im größten Überwachungsstaat der Welt. Das heißt, es ist eine klare Staatspolitik, ja. Eliminieren im Grunde, also die Kultur auszulöschen und die Menschen zu assimilieren. Das heißt, die, die übrig bleiben sollen, zu Chinesen werden. So einfach ist das. Meine Frage zielt eher dazu, zu fragen, wie ist es den Uiguren vor Ort möglich, das Land zu verlassen? Gibt es Länder, die sie auch, wenn sie das, wenn dies möglich ist, auch gerne aufnehmen? Weiß man, wie viele Uiguren außerhalb der heutigen chinesischen Staatsgrenzen leben? Und gibt es eigentlich auch exilchinesische NGOs, die sozusagen
sich mit Uiguren vielleicht sogar verbünden, aus Menschenrechtsgründen, also außerhalb von China? Also die gibt es tatsächlich. Es gibt die Hongkong-Bewegung, die Taiwan-Bewegung, also tatsächlich vernetzen die sich auch immer mehr, was auch sehr wichtig ist und auch effektiv sein kann. Was die Zahlen anbelangt, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, aber da gibt es bestimmt Statistiken auch im Netz, die man lesen kann, also wie viel Exil-Uiguren es insgesamt gibt. Soweit ich weiß, ist in der Türkei die größte Exil-Community. Und was hatten Sie noch gefragt? Nein, gibt es nicht. Also keiner kann einfach gehen, wenn er gehen will. Und Frau Seidbay ist nur durch viel Glück entkommen. Und ich meine, dieses Netz und die Überwachung wird immer strenger. Es wird immer schwieriger für die Leute rauszukommen. Also nicht umsonst. Es ist wirklich der größte Überwachungsstaat der Welt. Die Überwachung geht bis ins Wohnzimmer, bis ins Schlafzimmer, bis ins Badezimmer, ja. Vielleicht kann Frau Seidbay diesen Punkt noch mal ergänzen. Kann man das Land verlassen? Also die Situation, das haben wir jetzt vorhin ausgespart, war so, dass ihr Mann mit den Kindern ausgereist war. Da ging das noch, aber sie konnte zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ausreisen, weil sie Staatsbeamtin war. Ihr war das schon untersagt. Und nach dem Aufenthalt in dem Lager hat sie sich dann zur Flucht entschlossen. Und vielleicht, Frau Seidbay, könnten Sie noch mal kurz, es ist schwierig, das kurz zu erzählen, aber wie ist Ihnen die Flucht eigentlich gelungen? Also wie sind Sie rausgekommen? Sie hatten ja gar keinen Pass. Meine Familie lebt in Kasachstan. Biz aslı Şarkı Türkistan'da bir normal hayat keşiş mümkün bulmağından kiyin biz ailemiz bilen Kazakistan'a köçüp getişini karar kılgan. Also nachdem es ein normales Leben in China nicht möglich war, haben wir beschlossen mit meiner Familie nach Kazakistan auszureisen. Anda benim yoldaşım biz ketimiz deb Kazakistan'a ketmekçi bolgan vaqtda Xitoy hukumatı menin pasportumda tatib elib. Also als wir beschlossen haben nach Kasachstan zu gehen, hat die chinesische Regierung meinen Pass beschlagnahmt, weggenommen. Anda meni ailem bilen bile Kazakistan'a ketishimga yol qoymadi. Und damit haben sie mir diesen Weg zusammen mit meiner Familienangehörigen nach Kasachstan zu gehen gesperrt. Ailem Kazakistan'a bağandan kiyin beşi de biz Allah kıptırdık. Kiyin Kıtay hükümeti bizim çetere bilen boğun alakımızı bütünle çekledi. Also nachdem meine Familie in Kasachstan war, haben wir anfangs mit ihnen kontaktiert. Aber danach hat man auch diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Es wurde nicht erlaubt, die Familie zu kontaktieren. Also als Vorwand oder als Grund haben sie also haben die Chinesen, dass meine Familie jetzt in Kasachstan befindet, genommen und sie wollten mich wieder ins Lager bringen, nachdem ich dort also als Ausbilderin gearbeitet habe. Das heißt, mich wieder ins in den Lager holen. Мен шу паспортум болмаганына себептен чоң катарга тавакел кылып кечип өтүшкө мажбур болдум. Also nachdem ich meinen Pass nicht mehr hatte, habe ich meinen ganzen Mut sozusagen zusammengesammelt und habe beschlossen zu fliehen. Эгер мен ошо катарга тавакел кылмаган болсом, азыр
Also wenn ich also diesen Entschluss nicht getroffen hätte, wäre vielleicht mein Leichnam im Lager gefunden. Кечип келген вакта мен Казакстандагы ошо айлым келдим. Also als ich kam zu meiner Familie nach Kasachstan. Казакстан менен Кытайдын аралыгында яна бир соода мерекезде батылдаган бир ябы. Also es gibt ein Handelscenter das also an der Grenze zwischen Kasachstan und China befindet. Also ich habe die Grenze dort überquert. Das war sehr kurz. Im Buch wird es noch ausführlicher erzählt, wenn es jemand interessieren sollte. Gibt es noch weitere Fragen? Vielen Dank für die Schilderung, die ich sehr berührend finde. Ich habe genau genommen keine Frage, aber ich würde gerne von einem Ereignis berichten, das ich als Studierende in den 80er Jahren in Peking gemacht habe. Die Diskriminierung der uigurischen Minderheit, das war eine Realität, derer wir uns durchaus bewusst waren. Es gab aber ein Ereignis, dass ein mexikanischer Mitstudent, der sehr lange Zeit in China verbracht hatte, sehr gut Chinesisch, allerdings mit einem Akzent, wie viele Uiguren in Peking, die sprechen Chinesisch, aber mit einem Akzent, weil die Muttersprache Uigurisch ist. Der wurde nachts von der Polizei aufgegriffen und da die Polizei ihn für einen Uiguren hielt, wurde er schwer misshandelt. Die Polizei hat erst relativ spät bemerkt, dass er mexikanischer Staatsbürger ist. Da waren die Rückenverletzungen aber schon so stark, dass er querschnittsgelähmt war. Es wurde dann die Botschaft eingeschaltet und er ist zurück nach Mexiko ausgeflogen worden, ist aber an den Verletzungen verstorben. Wir Studierenden haben daraufhin eine Demonstration organisiert, die natürlich innerhalb von wenigen Minuten von der Polizei auch gestoppt wurde. Es war damals sehr eindrucksvoll und der Kommilitone ist zufällig Opfer geworden, weil man ihn für einen Uiguren hielt. Also schon damals war die Politik so. Also vielen Dank für diese Beschreibung. Meine Frage jetzt wäre, es wurde jetzt oft über jüngere Frauen geredet und ich wollte jetzt fragen, was jetzt... Meine Frage jetzt wäre, es wurde jetzt oft über jüngeren Frauen was gesagt, was ist jetzt mit den älteren Frauen da, was passiert? Ему Кытай өкмөтү ар бир жерде Шаркы Түркстанда эч кандай эркек кыргынчылык жок, биз факат терроризмге каршы күрөш кылып атабыз дейди. Normalerweise sie erklären der ganze Welt, es gibt kein Genozid bei uns, wir kämpfen nur gegen Terrorismus im Land. Oder wir bekämpfen Terrorismus im Land? Schwachte, also das ist so ein Soal. Also, ja, schon kann.
70'den iş bitken meslenge men turgan lagerde 84 yaşlık adam ba. Auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben, will ich sagen, dass es gab Frauen, die über 74 waren und in dem Lager, wo ich war, da war eine Frau, die war 84 Jahre alt. Balla, erle, ayalla, yaşanganla, çoğla. Cemiyetin her sayısının adamlar, meslenge okuğan, şundak bilimlik, ziyalla, yazgıçla, soğudugerle, bayla, cemiyetin aldıdaki adamla, dület hizmetkirleri mi oba? Das sind unter diesen Männern, Frauen und gibt's auch, das sind die... Zum Beispiel die Vertreter der Intelligenz, das waren auch Geschäftsleute und gut ausgebildete Menschen. Ашы мені құчақлап, мен қар үйге барып жазылыншымға сәбепкер болған, мені құчақлап, менде ярдам сұраған аял, ол чоң аял, яшанған аял. Also die Frau, die um die Hilfe bettelte, das ist, und sie war auch der Grund, warum ich also in diese Kamera kam. Sie war auch eine sehr alte Frau. Muşlarını sosyal medya arqalıq soranlar. Muşların hamısı terrorizmdə deyib. Xitayın özüge sual qoyunlar. Fragt bitte, also sind das Terroristen? Sind diese Leute Terroristen, wirklich Terroristen? Мейлі ұйеді, мейлі яшанған болсын, мейлі қиыры болсын, ағырық болсын, мейлі балы болсын, қармайды оныңға. Чұқым тұтыш керек, чұқым сенде лагер қамаш керек болмаса, түрмелеге сонаш керек болды. Болды, тұтуды. Жынаятыны олар өзі бектіп береді. Болды, сен жынаятшы боп, оны құбылық қылышқа мәжбүрлейді ене. Also es ist so, dass egal in welchem Alter du bist, ob du männlich, fraulich oder Kind bist, also sie schaffen das, dass sie durch falsche Vorwürfe aus dich einen Verbrecher machen und du bist dann, zum Schluss bist du ein Verbrecher. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Sonst hätte ich vielleicht noch eine. Ich würde dann sagen, das könnte dann auch die abschließende Frage sein. Was erwarten Sie denn eigentlich jetzt von westlichen Staaten, von einer deutschen Bundesregierung, von Regierungen hier in Europa? Was könnte auf politischer Ebene passieren? Германия бір бек құдіретлік, әм күшілік дөлет. Also Deutschland ist eine starke und eine demokratische orientierte Land. Мен Германия дөлетіден мүшіп құдіретлік, демократиялық, әқаниятты сөйдіған бір құдірет дөлет бұлыш сүпіті білен. Америка башылған нұрғылыған ғарып дөлеттерге оқшыш, Қытайдың шарқы түркістің еліп барабатқан бұл еркей қырғыншық жынаятыны, еркей қырғыншық деп рәсімі итрап қылышына өміт қылымен. Also ich hoffe, dass als gerechtes und demokratisches Land, dass Deutschland also zusammen mit anderen westlichen Ländern diese Tatsache, dass das, dass diese Politik, die geführt wird, mit dem Namen nennen, dass das ein Genozid gegen Volkes ist, gegen ein Volk ist. Und dann ist gerade in Schärke Türkistan der Bau, Paja, Bau, Insatka, Karşı, Cinayetinin, Ete, Dünyanın başka devletlerde kayıtlanması üçün Germaniya devleti başçılık kılıp başka Avrupa devletlerine özü bilen belli
bir xalqaralıq xalqara bilan birlikte xalqara jamiyati bilan birlikte türlük güçlük tedbirlerine yol koyup bu Xitayning bu jinoyatiga qarshi tedbirlerini elib Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishga boshqa davlatlarni o'zimen bir o'zi bilan birga qilishga chaqirqilsa ekan degan umidim bor. Außerdem, also mein nächster Wunsch wäre, dass Deutschland in Zusammenarbeit mit anderen westlichen Ländern und weiteren Ländern, dass sie versuchen, diese Genozid, was also diese Politik des Genozides in China zu stoppen. Hiç nimne çemek aldım ki ulabilen. Mesela ki halkara cemiyet bilen bile, yine başka Avrupa devletlerine çakır kalış arkalık özü bilen bile. Aufrufen, dass sie also gemeinsam zusammen also gegen diese Politik, diese gegen Chinas Machenschaften wenigstens protestieren. Ondan butun dunyo xalqidan umid qildiganim shu fursatda deb o'tay. Sharqiy Turkiston masalasi faqat Sharqiy Turkiston masalasi emas, u dunyoviy masala. Ich will jetzt also diese Gelegenheit ausnutzen und sagen, dass also an diese Weltgemeinschaft mich wenden und sagen, dass also dass das, was in Ostturkistan geschieht, ist nicht nur das Problem des Ostturkistan, sondern dass es globale Weltproblem ist. Biz Xitayning butun dunyoga qo'shi bo'lish integral plan ishga oshirishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Also wir sollen das nicht zulassen, dass China eine Weltmacht wird. Sharqiy Turkiston xalqining taqdiri bilan dunyo xalqining taqdiri zich bog'langan. Also das Schicksal Ostturkistans und ist mit Schicksal der ganzen Welt irgendwie zusammen verbunden, gebunden. Dünyanın tinchligi Sharqiy Turkistondagi yerki qirg'inchilikda to'xtatishdan boshlandi. Rahmat. Und diese Frieden auf der Welt fängt an, wenn wir Genozid in Ostturkistan stoppen. Das ist der Anfang des Friedens auf der Welt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Soitbay, für Ihre Worte. Ich fand das persönlich sehr eindrücklich. Ich fand es schon eindrücklich, das Buch zu lesen. Ich fand es noch viel eindrücklicher, von Ihnen das auch persönlich mal zu hören und hier sein zu können. Vielen Dank für Ihre Schilderungen. Und vielen Dank an Sie für Ihre Fragen. Vielen Dank auch Frau Ismailova für die Übersetzungen aus dem Uigurischen und vielen Dank, Frau Kavelius, dass Sie die Textstellen ausgesucht haben und vorgetragen haben. Ich finde, das hat den Abend definitiv rund gemacht. Vielen Dank. Ja, und zuletzt vielen Dank an die Veranstalter, die diesen Abend möglich gemacht haben. Vielen Dank, Frau Dr. Herrmann, dass Sie dieses Podium zusammengestellt haben. Ich fand es sehr spannend, sehr eindrücklich und vielen Dank auch an Sie fürs Veranstalten.